Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3 von Shadowlord. Ja, im letzten Part sind wir in der unterirdischen geheimen Anlage angekommen, wo anscheinend hier die weiten Zugänge durch Passwörter geschützt werden. Wir sind ja hier auf Suche nach Palette und haben nun das Passwort Repsol bekommen, was wir jetzt im Terminal Nummer 2 eingeben wollen. So, wollen wir gucken. Bobo? Mal sehen. Passwort Repsol. Was ist Repsol jetzt? Ja, interessant. Naja, jedenfalls öffne dich Tor Nummer 2. Sobald. Ja, geht doch. Tor Nummer 2 ist geöffnet, aber nur dieses. Nicht vergessen, das zweite Tor müssen wir auch noch öffnen. Sie ist offen. Ich wusste es. Hä? Woher denn? Kommt eine Erklärung? Repsol war. Das war der Name meines Vaters. Okay. Vermutlich bedeutet, dass es etwas mit, dass er mit diesem Ort etwas mit diesem Ort zu tun hatte. Vielleicht hatte er ja an einem Experiment gearbeitet. Kann durchaus sein. Als ich die Maschine hier gesehen habe, wusste ich, dass mein Vater damit zu tun hat. Okay, woher das denn? Aber ich habe noch nie etwas von all dem hier gehört. Er hat also auch von dir geheim gehalten. Interessant. Könnte hier mein Vater Dinge gemacht haben, über die zu reden, er sich schämte? Kann sein. Wer es selber noch rausfinden, liebe Leute. Keine Sorge. Ich sag mal so, hier kommt nicht unbedingt ein Wendepunkt in der Geschichte, aber doch ein etwas stärkerer Einfluss, würde ich sagen, gewisserweise. So, bevor wir gleich erstmal Tor Nummer 2 durchgehen, also das Haupttor Nummer 2, muss ich erstmal wieder Paget auf die Fresse hauen. Oha, sei Flugmänner. Das kann lustig werden. Aber mal, wozu habe ich eigentlich meine scheißverdammten Zauber? Erdbeben. Na gut, Feuerzauber. Bei einem Feuergegner macht ein Feuerzauber, glaube ich, nicht viel Sinn. Vor allem nicht bei einem Charakter, der nicht wirklich zaubern kann. Aber ich könnte eigentlich vielleicht. Ich könnte eigentlich gar oder. Lorm oder wohl Flammenangriff lernen. Macht mit Sicherheit Sinn. Fuck. Und. Oh ja! Sehr schön. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch. Lorm beobachten. Mobo beobachten. Gar drauf auch. Wenn er jetzt Flammenangriff macht. Was auch jetzt gemacht hat, aber leider keine gelernt hat. Hey, da hätte ich zwei Leute, die Flammenangriff haben. Weil Gar hat natürlich seine Pyrokine. Ist klar. So, von nun heißt es auch wirklich, wenn ich noch mal einen Fliegenmenschen sehe, heißt es beobachten, bis ich das Scheißteil gelehrt habe. Zumindest wird sich dann hauptsächlich mit Gar angreifen, weil ich habe keinen Bock, dass ich mich schon wieder kaputt machen. So wie im letzten Mal, wo ich die Fähigkeit lernen wollte, dann haben sie mich fast umgebracht. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Hey, ernsthaft? Was soll der Scheiß? Okay, das ist übel. Na gut, okay, dann mache ich einfach mal einen Typhoon. Momo beobachtet einen der Flugmänner, gar haut auf denselben drauf. Kluren! Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wahrscheinlich wird Lord jetzt auch vergiftet. Na gut, aber Gift ist ja nicht das Schlimmste, wo übel wird. Ich finde die CC irgendwie lustig. Typhoon! Da CC fliegen ja auch Fliegen. Also, falls Fliegen sind, fliegen hinterher. Okay, der war schlecht. Aber dadurch, dass sie als Gegner sind, sie keinen Bodenkontakt haben, sind sie. Verdammt! Das ging daneben, schade. Sind sie anfällig. Verdammt, der andere hat einen Angriff gemacht. Sind sie anfällig gegenüber Luftangriffe? Ne? Also, Element Luft ist ihre Schwäche. Das haut den Flugmann um. So, Lorne haut jetzt einfach sich ein Antidot rein. Der Pfeifsing ist voll das Antidot rein, Alter! Voll geil, Scheiß! Momo, nein, du grüßt wieder und gar auch drauf. Vielleicht macht er noch meine Flamme im Griff. Zum Glück macht er auch nicht der Flugmann mit diesen scheißen CC-Dinger da Kluren. Aber ich glaube, sie. Jawoll! Aber nicht gelernt, schade. Oh, der ging schon auf Momo. Los, gar! Hau weg! Verdammt. Oh, gar haut so viel Damage raus, das ist doch geil. Oh, ich bin froh, dass Momo ja wieder Level Up hat. Ich finde es echt krank, dass sie von Meredith nur eine. Nicht krank, aber echt übel, dass sie von Meredith nur eine Sache gelernt hat. So, wollen wir doch mal jetzt hier Tor ist offen, oder? Ne, ich muss das Passwort hier nochmal eingeben. Da ist die Tür öffnen. Voll dämlich. Aber ich lohnt sich, davon gibt es auch ein paar weitere Türen, weil ich finde hier einen Silberpanzer. Sonst sehe ich nichts. Schade. Weil manchmal kann man wirklich schöne Items finden, die man halt sonst so schwer oder kaum rankommt. Ich glaube, Oma schon ein. Silberpanzer. Na gut, okay, in dem Fall hat es sich nicht gelohnt, weil ich habe schon für jeden einen Silberpanzer, aber ist ja auch peng. Und da ist eine große Schabe. Yeah! Ich sollte vielleicht
unter Umständen sollte ich Muri jetzt gleich heilen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Aber wir benutzen erstmal Heilkräuter. Yay! So ist eigentlich, wenn nur eine große Schale dabei ist, lohnt sich eigentlich kaum anzugreifen. Also das andere angreifen, weil Momo muss erstmal wieder meine Gruppe machen. Ich darf auf keinen Fall vergessen, dass ich mit der später zu den Downer-Ring gehe. Wo habe ich denn Kraftfutter? Nein. Heilkräuter. Da, ja, noch genug von. Dann passe ich meine anderen auch mal ein paar. Oh, sind wieder voll auf dem Damm. Yay! So, weiter geht's. Wollen wir doch mal jetzt eigentlich mal durch Tor Nummer 2 gehen, ne? Was findet sich denn der Tor Nummer 2? Ich hoffe, nur Gutes. So, hier durch. Mal sehen. Na, haben wir nochmal Tor Nummer 2. Haben wir nochmal Tor Nummer 2? Soll ich erstmal durch Tor Nummer 2 gehen? Oder soll ich erstmal gucken, was wir... Ich gucke mich erstmal auf der Ebene hier rum. Und... Norm, CC-Fliege. Momo, große Schabe. Nee, da auf CC-Fliege. Da, große Schabe. Weil die große Schabe ist ja auch noch ein Tick schneller als Momo, also sage ich das egal, ob Momo jetzt die CC-Fliege angreift oder die große Schabe. Aber vielleicht nicht ganz, weil die CC-Fliege wahrscheinlich eher höhere Accuracy hat, also höhere Wahrscheinlichkeit auszuweichen. Aber erstmal hier. Der Lorn, der eine Windkraft hat, macht da voll fett Damage. Oh, cool, getroffen. Geil. Und Mist, ich hätte vielleicht doch die Kakerlake angreifen sollen. Na, was soll's. Los, Gar! Töten! Gar nicht kämpfen, gar nicht töten. Halt, Moment mal, ist das nicht in Chuck Norris Witz? Ja, ist es. Aber egal. Bei Gars Fall stimmt es sogar und es ist kein Witz. Mal sehen. Okay, hier kommen wir weiter mit Passwort Nummer 3. Also gehen wir erstmal hier unten. Vielleicht finden wir auch hier Passwort Nummer 3. Hier befinden wir uns gerade auf der etwas auf der erhöhten Ebene von der Chris-Bestrahlung. Sehen wir da. Und hier auf einmal ist keine Chris-Strahlung mehr. Ist echt voll logisch, ne? Muss ich schon sagen, ey. Die Logik hier ist teilweise echt unglaublich geil, ne? Ach, Moment mal, ich wollte doch eigentlich die Flammen anfangen. Ach, ist auch egal. Erstmal dafür sorgen, dass der Flammenwurf nicht so stark ist. Und die Kakerlake töten. Genau dies wollte ich eigentlich doch versuchen, weiter abzuschwächen. Das für Sicherheit jetzt. Ja. Vor allem Momo. Bei Momo wollen wir doch die nächste SPR. Dafür ist er tot. Vielleicht sollte ich nur noch gar mit ihm. Die Flugmänner nur noch mit gar angreifen. Flugmänner, also sie hätte genauso Fliegenmann nennen können. Aber ich glaube, das ist hier, glaube ich, ein Copyright-Problem, oder? Es hat doch mal so einen Film. So, hier haben wir noch einen Durchgang. Hier finden wir. Da haben wir einen kleinen Zettel, wo Passwort Nummer 3 draufsteht, liebe Leute. Eine Notiz liegt auf dem Boden. Die besagt: Gab der Probe Leben. Wenn sie bei Projekt AA benutzt, ist ein Passwort. Tja, und nicht nur dieses Passwort hier ist von exzessiver, klar, von großer Bedeutung. So, ich sollte vielleicht nicht so viele Fachbegriffe benutzen, von denen ich nicht richtig, die ich nicht aussprechen kann. Dann wird's peinlich. Aber richtig. So, erstmal das Passwort Nummer 3 ist Doppel-A. Also echt sehr leicht, eigentlich. also auf, was sage ich noch, das erste Passwort? Pallet. Wer ist Pallet? Also ist etwa die englische Version von Pallet? Na egal. So, hier wollen wir erstmal nach oben. Denn, unglaublich, aber wir können auf dem Rohr noch laufen. Aber hier auf dieses Rohr müssen wir auf jeden Fall laufen, liebe Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, wenn ich es mit Norn wechsle, wisst ihr wahrscheinlich auch schon warum. Da ist tatsächlich noch ein Gen. Lord, der Stimme der Brucht, wie in Chris eingeschlossen ist. Du fandest das Machtgen. Ja, Leute, ein weiteres Gen für Lorn. Um genau zu sein, ein weiteres Verwandlungsformsgen. Formgen. Ja, hier ist auch Kämpfer auf den Rohren. Soll bedeuten, mit diesem Gen hat er eine weitere Möglichkeit, sich eine neue Drache da zu verwandeln. Echt geil, oder? Natürlich werde ich das erste Spezialpart mit sämtlichen Verwandlungen zeigen, also für euch noch ist es nicht. Verdammt, Flammenangriff. Auf gar? Ja. Voll Idiot. Doch ist das nicht so wichtig. Oh, ohne Rache und Tod. Doch ist es nicht allzu wichtig, sagen wir es mal so. Es ist schon gut, dass wir es haben, aber ich werde es dann nicht wirklich in den Kämpfen einsetzen. Außer wenn ich es wirklich dringend brauche. Sonst war hier nix. Nein. Ihr könnt auch jetzt direkt zum Terminal Nummer 3 gehen. Einmal vorher noch ein bisschen umsehen, weil da waren noch einige Abzweigungen, die ich noch nicht mal gegangen bin. Noch nicht mal ansatzweise gegangen bin. Vor allen Dingen, das Problem ist, wenn ich auf dieses Fließband da oben hochgehe, dann komme ich ja erstmal nicht zurück. Das möchte ich ja nicht. So, erstmal hier. Bamf! Wollen wir mal gucken, was haben wir jetzt hier? Ah, wieder Flugmann. Viele Hände, schnelles Ende.
Vielleicht sollte ich Bogen vielleicht auch nehmen, aber hier haben wir zwei Gegner, die dran toten und die Kakerlaken, die gegen Feuer anfällig ist. Aber vielleicht sollte ich die gegen Eis anfällig, vielleicht sollte ich dir das Eis gegen geben. Ne, warte mal, diese komischen Mutantenviecher sind da auch gegen Feuer anfällig. Das habe ich drei. Aber ich habe schon gar ein Feuerelement hat. Ist ein bisschen schwierig zu überdenken. So, wir sollten uns auch noch ein bisschen umziehen. Die können wir auch noch ein paar Schätze finden. Wie gesagt, ich finde es voll unlogisch, dass die auf einmal hier oben auf einmal keine Christstrahlung ist, die uns irgendwie gefährlich werden könnte. Ist wirklich ein kleiner Logikfehler. So, sind wir ja auch noch wieder hier oben drin. Auf den Röhren. Ja. Dieser Raum hier wird später für uns auch ziemlich wichtig, liebe Leute, und diese Notiz ist verdammt wichtig. Reparaturhinweise. Einheit 3 inaktiv, immer Druckmesser justieren. Das heißt also, diese Information ist relativ wichtig für Passwort Nummer 4, Leute. Das wir jetzt schon haben, ist ziemlich gut. Aber ansonsten war ich hier nichts mehr, wie es aussieht. Ja, dann gehe ich doch, würde ich mal sagen, gehe ich doch jetzt über die Fließbänder zurück. Ich war mir eigentlich sicher, dass hier noch irgendwo noch eine Schatztruhe war. Naja, was soll's. Da habe ich mich halt geirrt. So, kaum bin ich von Rohn wieder runterkommen, befliege ich wieder Gegner. Ist ja klar, ne? Ist ja immer so. Kaum kommt man... Ach, jetzt erzählt sie nur. Kaum verlässt man mal eben ein Gebiet, wo man nicht kurz gekämpft hat. Und schon direkt danach, wenn man wieder ein neues Kampfgebiet kommt, sofort wieder Gegner. Sofort. Ist auch in jedem Spiel so. Ich kenne kein Spiel, wo man es nicht so ist. So, erstmal CC1, tot. Momo, CC2, nicht tot. Ja, CC2, tot. Tot. Sehr schön. So, wahrhaft groß. Nein, gut, großer Sieg. Das sind nicht mal wirklich Gegner. Also, die sind eigentlich nur eins. Nervtötend. Es ist auch nervtötend, dass ich da eigentlich den falschen Knopf drücke. So, ich habe schon Ausrüstung. Fähigkeit. Ich nehme mal Momos Verjüngung. Wir gehen einmal. Und dann ihr Antidot. Gleich, wenn ich das Passwort Nummer 3 eingebe, auch mal kurz wieder hier heilen werde, ist ja relativ egal. So, dann gehen wir jetzt hier das Fließband hoch. Und wollen mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Okay. Gut, jetzt kann ich meine Aussage wieder zurückziehen vom Weg, dass ich niemals ans Passwort rankommen werde. Da habe ich dieses Chris, was ich gemeint habe. Dieses Schläfer ist eine Waffe für Momo, Leute. Und ja, ist ganz lustig. Der Name ist Programm. Kraft 80, Gewicht 1, gibt Schlaf. Das kann echt sein, dass ihr euch einpennt. Finde ich voll cool. Und da muss ich meine Aussage revidieren, dass ich glaube ich niemals an dieses Ding angekommen bin, weil ich hatte das Ding schon sehr oft. Ich hatte einfach vergessen, dass der Kiste drin war. Ich bin einfach zu blöd. So, erstmal noch ein kleines Kämpfchen, dann Gegner auf die Fresse geben. Wie, also erstmal ein kleines Kämpfchen, dann Passwort eingeben. So, so mal sehen. Eine Digita wieder und, na gut, das ist unten der Flugmann. Den Flugmann mit Lorn und Momo, ja, übernimmt die Digita, also. Kein Problem, den ich mal bauen. So, erstmal. Und. Renz! Damit ist der Flugmann eingeschlafen, liebe Leute. Ihr seht's. Schläfer ist echt cool. Ist eine meiner Lieblingssachen für Momo. Da ich das ja natürlich jetzt der Gegner schläft, haben wir alle in der nächsten Runde. Voll geil. Und damit, na gut. Bei dem bisschen Schaden ist eigentlich relativ egal. Funktioniert leider nicht bei Bossen. Ist ja klar. Weil Bosse haben ja immer diese. Ich kann nicht schlafen. Probleme. Sie brauchen. Ich weiß nicht, wie die irgendwie mal pennen wollen. Kleiner Scherz am Rande. Wollen wir doch mal Passwort Nummer 3 eingeben. Das Doppel-A. Mal sehen. Passwort eingeben. A, A. Also komm, das Passwort kann eigentlich gar nicht so einfach sein, Leute, oder? Es kann doch nicht so stumpf sein. Es ist aber echt. Es ist super stumpf. Einfach nur Doppel-A. Da, jetzt nur noch eins übrig. Was ist AA? Projekt wohl bedeuten mag, ob es mit der Erhöhung des Lebensqualität zu tun hat? Erhöhung der Lebensqualität? Wie bei den angereicherten Pflanzen? Klingt ziemlich kompliziert. Oder geht es darum, Mutanten herzustellen? Was hat mein Vater vorgehabt? Das ist echt eine gute Frage. Das werden wir auch bald herausfinden. Auf jeden Fall müssen wir direkt der Pilot finden. Nur er kann uns Antwort auf unsere Fragen geben. Das stimmt. So, aber bevor wir zu Panik gehen, würde ich einfach mal sagen, das war, reicht erstmal. Also für meine Aufnahme. Die Aufnahmesession werde ich jetzt an der Stelle beenden. Vorne mal kurz mal ausruhen. Und würde sagen, nächsten Part, liebe Leute, werden wir uns dann hier unten in diesem Laboratorium nochmal genauer umsehen. Ich wünsche einen schönen Tag. Einen schönen, gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut!